Laut dem Bauverein, der hier in Darmstadt ja sehr aktiv ist, liegt der Quadratmeterpreis für Neuvermietungen derzeit bei 9,90 Euro. Bei Eigentumswohnungen werden Kaufpreise von 3.500 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Damit liegt Darmstadt bei den Miet- und Immopreisen zwar nicht auf dem Niveau von München, das vielleicht einige gewöhnt sind, aber es liegt schon im oberen Bereich. Und ist dann da einfach eine Mietpreisbremse eigentlich das geeignete Mittel oder ist das nur ein Herumkurieren an den Symptomen? Na, ich denke, eine Mietpreisbremse ist auf alle Fälle ein Mittel, um diese Wohnungssituation etwas zu entschärfen. Sicherlich ist es richtig, das suggeriert Ihre Frage ja auch, dass man natürlich Neubau braucht von Wohnungen, dass man vor allen Dingen neue Sozialwohnungen bauen muss, das ist völlig klar. Aber das ist so, wie es teilweise in Berlin passiert oder manchmal habe ich den Eindruck auch hier in Darmstadt, dass nach einer energetischen Sanierung der Preis mal schlicht verdoppelt wird. Sowas finde ich darf nicht sein. Das ist Preistreiberei und dass das mit unserer Verfassung vereinbar ist, daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben Artikel 14 Grundgesetz, Eigentum verpflichtet und aufgrund dieser Tatsache gab es jahrzehntelang Mietpreisbindung in Deutschland. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Mietpreisbindung überhaupt mal aufgehoben wurde. Und wenn man jetzt feststellt, dass man sie wieder einführen muss, wenigstens für bestimmte Gebiete, dann halte ich das für richtig. Miete, eine Miete muss erschwinglich sein. Miete muss erschwinglich sein. Es gibt Menschen, die am unteren Rand des Erwerbs leben, an einem nahe Existenzminimum. Und jetzt möchte ich da einen Bezug auch auf Darmstadt ziehen, weil, wie Sie gesagt haben, es ist nicht so viel Unterschied in der Programmatik, aber in Bezug auf Darmstadt, da gab es ab 2005 schon die Perspektive, dass man sagte, die mietpreisgebundenen Wohnungen, die nehmen ab. Und es wurden keine Initiativen ergriffen. Dass ich hier die Einzige bin, die gegen Mietpreisbremse ist, das scheint mir auch so. Und ich bin immer noch der Ansicht, weil es einfach schlicht und ergreifend der falsche Weg ist, Preise zu deckeln. Wir müssen den Wohnungsbau fördern, das ist ganz klar. Wir haben in letzter Zeit viele Förderungen abgeschafft, beispielsweise die Eigenheimzulage. Man muss aber den Menschen die Möglichkeit geben. Wir haben in Deutschland beispielsweise auch einen der niedrigsten Stände an Eigentum, an Wohnungseigentum in ganz Europa. Man muss Familien unterstützen, dass die Eigentum bilden können. Und man muss Leute auch darin unterstützen, beispielsweise im Rahmen von Genossenschaften oder auch sozialem Wohnungsbau, dass wieder Wohnungen gebaut werden. Eine Deckelung von Mieten ist nicht der richtige Weg, weil dadurch niemand mehr dort in diesem Bereich investiert. Zunächst mal ist zu sagen, dass längst nicht jede Mieterhöhung, exorbitante Mieterhöhung, auf eine energetische Gebäudesanierung zurückzuführen ist. Es gibt ganz viele Fälle, wo weit unterhalb dessen kleine Modernisierungen gemacht worden sind, wo anschließend mit der Modernisierungsumlage 11% umgelegt wurden und die Mieten sind exorbitant gestiegen, ohne dass der Mieter auch nur im Entferntesten in den Genuss der sinkenden Nebenkosten gekommen wäre, die ja glücklicherweise mit einer energetischen Gebäudesanierung einhergehen. Der Markt funktioniert in der Tat nicht, deswegen sagen wir dreierlei: Neubau, und zwar alle Preissegmente, aber vorrangig im Moment in Hessen sozialer Wohnungsbau. Und dazu müssen die 30 Millionen, die das Land Hessen vom Bund dafür erhält jährlich, auch tatsächlich in Hessen für sozialen Wohnungsbau vorrangig ausgegeben werden. Also ich will zunächst einmal feststellen, dass wir in der Bundesrepublik über 7 Millionen Menschen haben, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben. Und wer für den privaten Wohnungsbau ist, die Förderung des privaten Wohnungsbaus, der soll mir mal sagen, wie aus solchen Beschäftigungsverhältnissen heraus die Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können, die Befristungen haben, allem drum und dran, also Ergebnis einer Agenda 2010-Politik, wie sich die natürlich noch ihr Eigenheim leisten sollen. Wohnungsbau, Wohnungsmarkt, Wohnungswesen zum anderen beliebten Thema der Region, Verkehr. Auch so, wenn Sie mal in andere Großstädte reinfahren, ganz egal in welche, fahren Sie morgens nach Offenbach rein, fahren Sie nach Frankfurt, fahren Sie nach Darmstadt, fahren Sie in Berlin morgens auf bestimmten Straßen, dann stellen Sie fest, dort wo viele Arbeitsplätze sind, wo viele Pendler reinströmen, gibt es immer natürlich morgens gewisse
Stausituation. Und ich werde einfach niemals daran glauben können, dass wir den Staus samt und sonders hinterher bauen können und werden die Probleme im Verkehr dadurch lösen, dass wir immer weitere und neue Straßen bauen. Das wird so nicht sein. Es wird nicht funktionieren. Was wir brauchen, ist vor allen Dingen ein massives Umsteuern weg vom Individualverkehr hin zu einem hervorragenden öffentlichen Angebot, das so attraktiv ist, dass man sich morgens in Rheinheim wirklich überlegt, ob man unbedingt ins Auto steigen muss oder möchte. Denn für den Landkreis ist das schon eine bittere Situation. Wenn man morgens vom Osten hier reinfährt, dann muss man ja fast in aller Regel eine Stunde rechnen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die wohnt in Großzimmern. Und die ist oft eine Stunde auf der Straße und es ist eben auch tatsächlich so, Daniela, du hast ja völlig recht, es wäre gut, wenn wir wie in Berlin beispielsweise vernünftige S-Bahn-Züge hätten, haben wir aber leider nicht hier. Und deswegen bleibt ja den Menschen gar nichts anderes übrig, als das Auto zu nehmen. Von daher denke ich, es ist wichtig, dass man guckt, wie kann man es anders bauen. Da gibt es ja zahlreiche Vorschläge. Einer geht durch Messe. Ob man den nun will oder nicht, ich kann das ehrlich gesagt von hier aus nicht beurteilen. Das ist auch nicht mein Job, das zu beurteilen. Das müssen andere tun. Wichtig ist, dass sich aber jetzt mal jemand der Sache angenommen hat und gesagt hat, da muss was gemacht werden. Wer mehr Straßen baut, der wird auch mehr Verkehr ernten. Und wenn die Rundwallbahn ein solcher Erfolg ist, dann müssen mehr Investitionen her, damit die Rundwallbahn eine andere Voraussetzung kriegt, um die Menschen besser transportieren zu können. Ich möchte aber Bezug nehmen auf die Behauptung, dass 97% der Straßen in Deutschland gebaut sind. Wenn ich mir die Verkehrssituation hier anschaue, im Wahlkreis, bzw. Landkreis und Stadt, das sind es vielleicht 70%. Es kann nicht sein, dass eine Stadt mit 150.000 Einwohnern eine Verkehrssituation hat wie eine Millionenstadt wie Paris. Ich habe heute gesagt, ich habe das Gefühl ab und zu, ich bin auf der Peripherie, auf der Umgehungsstraße in Paris, wenn ich am Rhönring bin, in Bezug auf die CO2, in Bezug auf die auf den CO2-Ausstoß, wenn man ein Umweltbewusstsein hat. Mehr Straßen bedeuten mehr Verkehr, ist natürlich ein bisschen verkürzt. Und wir können auch nicht sagen, wir bauen einfach keine Straßen mehr, dann bleiben die Leute daheim. Weil wir wollen nämlich nicht, dass die Leute daheim bleiben, selbst wenn die Bombenwohnungen haben, die sie dann bewohnen können, sondern wir wollen, dass die Leute an ihren Arbeitsplatz fahren können. Wir haben in Griesheim haben wir eine sehr gute Straßenbahnanbindung. Die meisten Griesheimer fahren mit der Straßenbahn, aber nicht alle. Wenn ich mir nach hinten angucke, wie Dieburg, Großzimmern und Roßdorf angebunden ist, dann sieht die Situation ganz anders aus. Die Nordostumgehung ist längst überfällig. Wir haben keine vernünftige Straße, die außenrum um Darmstadt führt. Was ist die Folge? Nicht nur, dass die Leute eine Stunde hinten stehen, sondern die weitere Folge ist, dass die natürlich durch die Hauptstraßen von Darmstadt durchfahren. Da wohnen Menschen, die das vielleicht auch nicht so angenehm finden, wenn der LKW direkt an ihrer Wohnung vorbeibrettert.